Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Die Festtage stehen jetzt vor der Tür und heute an dem Tag, wo ich das Video drehe, ist der erste Tag, wo die ganzen Läden, außer natürlich Lebensmittelgeschäfte und so weiter, geschlossen haben. Und deshalb wollte ich euch nochmal ganz kurz ein bisschen Schmuck von der Happiness Boutique vorstellen, falls ihr irgendwie noch Geschenke braucht. Meistens dauert der Versand von der Happiness Boutique so 2 bis 4 Tage ungefähr nach Deutschland. Da war jetzt gerade eine Fliege. Also, falls ihr noch Geschenke braucht, dann könntet ihr jetzt noch was bestellen. Falls ihr kein Interesse habt, dann werde ich euch hier wieder die Uhrzeit einblenden, wo ihr das Ganze überspringen könnt, also die Minutenzeit. Und dann würde ich sagen, stelle ich euch mal ganz kurz vor, was ich mir aussuchen durfte. Ja, und wie ihr seht, lag gerade meine Katze auf meinem Bett, als ich da die Schmuckstücke filmen wollte. Und deswegen ist sie jetzt ein Teil dieser niedlichen kleinen Werbung geworden. Zum einen habe ich mir dieses Armband hier ausgesucht. Das ist so ein bisschen in Schlangenoptik. Also ich glaube, das hieß irgendwie auch Schlangenarmband, weil das so ein bisschen anders aussieht als die normalen Armbänder, die ich mir eigentlich bisher immer ausgesucht habe. Und das finde ich auf jeden Fall auch ganz schön, wenn man irgendwie sowas Elegantes anzieht. Aber ihr wisst ja, ich trage das auch immer alles beim Sport und ich finde, das passt eigentlich auch wieder so zu jedem Outfit. Ist halt nicht so auffällig, aber ja, wie ihr wisst, ich mag sehr dezenten Schmuck. Und dann habe ich mir einmal diesen Ring hier ausgesucht. Den finde ich natürlich auch richtig schön, sonst hätte ich ihn mir nicht ausgesucht. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Passt natürlich auch zu einem eleganten Outfit, aber auch zum Alltag. Das finde ich eigentlich im Allgemeinen bei der Happiness Boutique sehr schön. Es gibt dann natürlich auch auffälligen Schmuck, aber den würde ich mir nicht aussuchen, weil das nicht so mein Geschmack ist irgendwie. Und ja, diese ganzen dezenten Sachen kann man wirklich eigentlich immer tragen, finde ich. Und als letztes habe ich mir noch diese Kette hier ausgesucht. Das ist so eine, ja, so eine Muschel ist da so dran. Da muss ich allerdings sagen, die würde ich nicht unbedingt zum Sport tragen, weil der Anhänger doch relativ schwer ist. Also dafür ist die dann vielleicht nicht so geeignet. Die kann man dann vielleicht mal tragen, wirklich zu feiern oder wenn man sich mal nicht so viel bewegt oder so. Hätte ich nicht gedacht, als ich die gesehen habe, dass der Anhänger so schwer ist. Aber genau. Ja, und falls ihr jetzt noch was bestellen wollt, bekommt ihr ab einem Einkaufswert von 19 Euro wieder 10% Rabatt mit dem Code Marshmallow. Und genauso wie letztes Mal bekommt ihr ab 39 Euro ein Schmuckstück dazu geschenkt, also ein Überraschungsstück. Das könnt ihr euch nicht ausruhen. Und ab 69 Euro bekommt ihr 2 Geschenke dazu. Und wenn ihr den Schmuck doch nicht haben wollt und den wieder zurückgebt, dann müsst ihr die Geschenke natürlich auch mit abgeben. Habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt, weil das natürlich sonst kacke wäre. Dann würde ich sagen, ja, fange ich mal mit dem Mystery an. Heute mal ein Fall, der sich auch wieder gewünscht worden ist. Und ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen. Isabella Guzman wurde im Juni 1995 geboren und wuchs in Aurora in Colorado in den USA auf. Isabella wuchs bei ihrer Mutter Yun Mi und ihrem Stiefvater Ryan Hoy auf. Zu ihrem leiblichen Vater Robert Guzman hatte sie ebenfalls noch Kontakt und er wohnte auch nicht so mega weit weg und auch die Mutter von Isabella hatte noch guten Draht zu ihrem Ex-Mann, also zu Isabellas leiblichem Vater. Umso älter Isabella allerdings wurde, desto schwieriger wurde auch sie und entsprechend auch das Verhältnis zu ihrer Mutter Yun Mi. Und im Alter von 7 Jahren schickte ihre Mutter sie auch für einige Zeit zu ihrem leiblichen Vater, damit die beiden mal ein bisschen Abstand bekämen. Und die Mutter hoffte dann auch, dass der Vater sich irgendwie so um sie kümmern konnte, dass sich vielleicht das Verhältnis wieder zwischen der Mutter und Isabella bessern würde und Isabella dann auch irgendwann wieder zurück zu ihrer Mutter ziehen konnte. Das tat sie dann auch später, also Isabella kam wieder zurück zu ihrer Mutter, aber das Verhältnis hatte sich leider nicht gebessert, eigentlich eher im Gegenteil, es wurde noch schwieriger. Isabella kam ja dann auch irgendwann in die Pubertät und die Mutter Yun Mi war wirklich zunehmend überfordert und kam eigentlich nicht mehr wirklich mit ihrer Tochter klar. Sie befolgte einfach keine Regeln und sie hörte eigentlich auf nichts, was man ihr sagte.
Einmal kam es sogar vor, dass die Mutter aus Verzweiflung die Polizei rief, die Isabella dann drohte, sie könne auch von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt werden, wenn sie die Regeln von ihr nicht befolgen würde. Aber das Mädchen ließ sich nichts sagen und sah weiterhin auch keine Notwendigkeit, sich irgendwie zu benehmen. Und sie schrieb ihrer Mutter sogar Droh-E-Mails und spuckte ihr auch teilweise ins Gesicht. Das war dann auch der Grund, warum Yun-Mi daraufhin ihren Ex-Mann, also wieder Isabellas leiblichen Vater, bat, sich einmal mit Isabella hinzusetzen, damit die beiden eben ein Gespräch führen konnten, und die Mutter hoffte eben, dass der Vater sie vielleicht etwas, ja, beruhigen könnte oder ihr mal wieder so ein bisschen sagen könnte, wo es lang geht. Und der Vater kam dann daraufhin auch und setzte sich dann mit seiner Tochter in den Garten und die beiden führten wohl ein längeres Gespräch. Das verlief dann auch ganz, ganz ruhig und der Vater hatte wohl auch das Gefühl, dass Isabella sich das auch schon irgendwie zu Herzen nahm. Er sagte eben einfach, dass sie einfach ein bisschen mehr Respekt vor ihren Eltern haben müsste und ja, auch, dass sie auch gewisse Regeln einfach befolgen muss, auch wenn sie da vielleicht keine Lust zu hat. Und Isabella schien das dann auch zu verstehen. Und die beiden, ja, beendeten dann das Gespräch. Der Vater war sehr erleichtert, sagte dann auch zur Mutter Yun-Mi, dass das Gespräch sehr gut verlaufen war und dass er jetzt hofft, dass Isabella sich bessern würde. Das Ganze fand am 28. August gegen Nachmittag statt. Anschließend fuhr ihr leiblicher Vater dann wieder weg und am Abend war Isabella zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater Ryan im Haus. Yun-Mi war so gegen 9:30 abends von der Arbeit gekommen und beschloss dann im oberen Stockwerk, in dem sich auch Isabella zu dieser Zeit aufhielt, eine warme Dusche zu nehmen. Der Stiefvater Ryan war in der Zeit wohl unten im Wohnzimmer. Ein paar Minuten später hörte man, wie das Wasser in der Dusche lief und plötzlich hörte Ryan von oben einen entsetzlichen Schrei und einen dumpfen Schlag, der offenbar aus dem Bad kam. Er lief sofort die Treppe hoch und versuchte, das Bad zu betreten, aber es war offenbar verriegelt und auch Isabella schien im Badezimmer zu sein, also zusammen mit der Mutter. Man hörte nun nichts mehr wirklich, aber die Tür ging auch einfach nicht auf. Plötzlich sah er unter der Tür eine dunkle rote Flüssigkeit hervorquellen. Und es war offensichtlich Blut. Daraufhin bekam er natürlich riesengroße Panik, lief runter, nahm das Telefon und rief die Polizei. Und als er wieder nach oben ging, war die Tür vom Badezimmer wieder offen. Isabella stand im Türrahmen und starrte ihn wohl einfach nur an. Sie sagte nichts, sie starrte ihn wirklich einfach nur an. Und in der Hand hielt sie ein langes Messer. Er konnte noch hinter sie schauen ins Badezimmer, wo seine Frau auf dem Boden lag, also Isabellas Mutter, und alles um sie herum war voll mit Blut. Als die Polizei schließlich eintraf, war Isabella verschwunden und Ryan berichtete, sie hätte das Haus samt dem Messer verlassen und in dieser Zeit hatte er auch versucht, seine Frau Yun-Mi zu reanimieren, aber das Ganze scheiterte leider und man konnte nur noch feststellen, dass sie nicht mehr am Leben war. Das Ganze passierte ebenfalls am 28. August 2013, also wenige Stunden nachdem Isabella erst das Gespräch mit ihrem leiblichen Vater geführt hatte, wo man dachte, sie hätte sich gebessert, vielleicht würde sie ein bisschen Einsicht zeigen und es schien ja auch zunächst so. Und nun hatte sie einfach ihre eigene Mutter umgebracht. Isabella Guzman war zu dieser Zeit gerade einmal 18 Jahre alt. Sie war ein 18-jähriges Mädchen, das nun ihre eigene Mutter auf dem Gewissen hatte. Sie soll 79 Mal, in anderen Quellen steht auch 151 Mal, mit dem Messer auf ihre Mutter Yun-Mi eingestochen haben, insbesondere ins Gesicht und auch in den Brustbereich. Am nächsten Nachmittag verhafteten die Beamten nach einer 16-stündigen Fahndung Isabella. Sie hatten wohl einen anonymen Hinweis bekommen, dass sich in der Gegend ein Mädchen herumtreibt, das sich irgendwie verdächtig verhalten hatte. Und man hatte natürlich auch schon groß nach ihr
gesucht und ja, es verbreitete sich natürlich auch schon in den Medien und so schnappte man sie also und brachte sie aufs Polizeirevier. Daraufhin wurde sie dann verhört und vor Gericht soll sie wohl zu Beginn ihrer Anhörung gegrinst haben und vor der Kamera Grimassen gezogen haben, ohne auch nur das Geringste an Reue zu zeigen. Sie wurde anschließend wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Ein Arzt sagte vor dem County Court aus, dass Isabella wohl schizophren sei und seit Jahren unter Wahnvorstellungen leide. So habe sie wohl zum Beispiel auch geglaubt, dass ihre Mutter nicht tatsächlich ihre Mutter ist, sondern eine fremde Frau namens Cecilia, von der sie glaubte, dass sie getötet werden müsse, damit sie, also Isabella, somit die Welt retten würde. Nach diesem ärztlichen Befund wurde sie wegen schweren psychischen Störungen im Juni 2014 für nicht schuldig befunden und wurde in das Colorado Mental Health Institute in Pueblo gebracht, wo sie sich seitdem aufhält. 2015, also 2 Jahre nach ihrem Verbrechen, berichtete Isabella der Polizei, sie sei angeblich von einem Krankenhausangestellten, also in dieser Psychiatrie, in einem Schrank sexuell belästigt worden. Der Fall wurde dann auch von der Polizei des staatlichen Krankenhauses untersucht, aber es konnten weder Beweise noch irgendwelche Indizien festgestellt werden und man weiß nicht, ob sie sich das Ganze letztendlich auch wieder nur ausgedacht hat, da sie ja an einer Schizophrenie und auch an Wahnvorstellungen litt oder beziehungsweise leidet. Filmmaterial von Isabella vor Gericht damals wurden übrigens kürzlich in den sozialen Medien verbreitet. Zum Beispiel soll ein TikTok-Benutzer den Soundtrack Sweet But Psycho mit den Aufnahmen von ihr vor Gericht kombiniert und so einen regelrechten Trend ausgelöst haben. Und andere TikTok-User haben ihre Grimassen dann auch nachgespielt oder auf das Video von ihr vor Gericht reagiert. Auf Twitter kritisierten einige Nutzer die Memes und Videos und werfen den Leuten eben, die das gemacht haben, vor, diese Tat von Isabella Guzman so zu romantisieren und irgendwie auch ins Lächerliche zu ziehen, aber irgendwie auch Isabellas psychische Störung nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich habe mich dann auch so ein bisschen durch TikTok geklickt und auch den Hashtag Isabella Guzman eingegeben und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, denn es gibt wirklich so, so viele Videos zu diesen Grimassen, die sie vor Gericht gezogen hat. Ich werde euch das natürlich auch alles einspielen, beziehungsweise ich habe euch das wahrscheinlich schon eingespielt. Ich kann leider die Musik ja nicht benutzen wegen dem Copyright und so weiter. Aber falls ihr TikTok habt, dann könnt ihr auch einfach mal den Hashtag Isabella Guzman eingeben und ihr findet wirklich viel. Und das ist eigentlich auch so der größte Punkt, wo ich jetzt noch kurz mit euch drüber reden will. Also erstmal die Tat von Isabella, dass die unfassbar schrecklich und unbegreiflich ist. Ich glaube, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Diesen Trend, da wollte ich ja jetzt nochmal was zu sagen, finde ich irgendwie auch schwierig, weil, wie gesagt, ich habe mir ein paar Videos angeguckt und ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, weil, also, sie scheint ja wirklich eine ernstzunehmende psychische Störung zu haben. Finde ich irgendwie auch nicht so angebracht, das jetzt so, ja, für so TikTok-Trends zu benutzen. Ich finde es irgendwie ganz schwierig. Andererseits denke ich mir so, man soll ja irgendwie alles so ein bisschen mit Humor nehmen, sag ich mal. Und ihre Grimassen vor Gericht haben ja jetzt nicht direkt was mit dem Mord zu tun. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, wenn man jetzt diese Grimassen nachmacht, heißt es ja auch nicht gleich automatisch, dass man sich irgendwie über ihre Tat lustig macht. Oder, ja, ich würde schon sagen, irgendwie macht man sich schon über sie lustig. Aber vielleicht auch nicht unbedingt über sie als Person, sondern eigentlich auch nur über sie in diesem Moment. Nur über diese Blicke macht man sich vielleicht lustig. Aber ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie trotzdem schwierig. Es ist halt eine komische Wirkung, wenn man das so alles auf TikTok sieht. Und manche benutzen das ja wirklich eben, weil das gerade ein Trend ist und versprechen sich dann davon auch nochmal ein paar Klicks. Also schreibt mal gerne eure Meinung dazu, wie ihr das jetzt findet, dass das irgendwie so ein TikTok-Trend geworden ist, auf dieses Video zu reagieren. Ich bin nicht so viel auf TikTok aktiv, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie viele Leute das jetzt letztendlich wirklich so mitgemacht haben, aber man findet doch schon recht viel unter diesem Hashtag.
Genau, das war der Fall von Isabella Guzman. Könnt ihr auch gerne mal schreiben, ob ihr vielleicht sogar mal einen TikTok schon mal von ihr gesehen habt oder den Fall irgendwie kanntet. Und ansonsten, unten findet ihr natürlich die Links zur Happiness Boutique, falls ihr da jetzt nochmal irgendwie was bestellen wollt oder ein bisschen stöbern wollt. Und vergesst dann auch nicht meinen Rabattcode Marshmelly. Und dann wünsche ich euch wunderschöne Festtage, soweit das geht. Also ist ja irgendwie schon ein bisschen traurig, dass man, glaube ich, nur zu fünft feiern darf. Aber macht es euch trotzdem schön. Wir sehen uns ja vorher wahrscheinlich auch nochmal auf jeden Fall. Deswegen, keine Ahnung. Aber macht euch trotzdem eine schöne Adventszeit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.